Ich habe mein Filmwissen getestet. Jetzt sind zwei andere dran. Nämlich der großartige Alper von Cinema Strikes Back und mein lieber Kollege Steven. Wer wird gewinnen? Ich gewinne, weil ich alt und weise bin. Ich gewinne, denn das hier ist No Country for Old Men. Jetzt bei den Filmgorillas. Einen wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Streifzug-Spezial. Beziehungsweise das, was mal ein kleines Video für zwischendurch werden sollte, ist zum wahren Quiz-Duell ausgeartet. Meine Frau hat mich getestet mit diesem Filmquiz. Ich habe es Maul groß aufgemacht und habe dann halbwegs abgeliefert. Aber das war für mich Anlass genug, um mal ein paar andere Menschen rauszufordern. Unter anderem den Kollegen hier zu meiner Linken, ja? Weil der auch gerne mal die Klappe groß aufreißt. Nee, das mache ich zum Beispiel nicht. Ja, ja. Aber gleichzeitig noch zwei von mir sehr geschätzte Filmkollegen oder Filmreview-Kollegen. Und der eine davon, der ist jetzt gerade hier bei uns, Alper Turfan von Cinema Strikes Back. Mit dem habe ich mich schon zwei, dreimal gebettelt. Und es war sehr zu meinen Gunsten, möchte ich jetzt sagen. Aber jetzt möchte ich mal sein Filmwissen. Also Wenn du das, was du abgeliefert hast in der letzten Folge, als halbwegs abgeliefert bezeichnest, dann werde ich heute nicht abliefern. Ah, geht, du hast weniger Fragen. Aber Alper, weißt du, was das Schöne ist? Ich hasse ja Horrorfilme. Das ist jetzt hier gerade mein ganz persönlicher Horrorfilm, im Quizduell gegen dich anzutreten. Aber du. Das ist mein. Okay, dann habe ich da einen Vorteil. Aber ich glaube, so was ein paar Klassiker angeht, könntest du auch ein bisschen im Vorteil sein. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ja. Ich hatte ja, wie gesagt, einen Stapel an Fragen, den ich komplett gemacht habe. Da wir jetzt zwei Kollegen haben, die das irgendwie machen sollen, habe ich diesen Stapel mal geteilt. Und Alper und Steven kriegen jetzt die ersten, ja, den ersten Haufen. So 25 gesehen. Fragen. Ich werde den beiden jetzt diese Fragen stellen. Sie werden per Handzeichen oder Schreien und so weiter signalisieren, ob sie die Antwort kennen. Genau. Okay. Und wenn Sie sich als Erster gemeldet haben, müssen Sie die Frage beantworten. Wenn diese Frage falsch beantwortet ist, darf der andere nochmal. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde jetzt einfach mal loslegen. Ja, gerne. Ja? Ich glaube, Steven und mir geht's ähnlich. Ja, guck mal, ich kriege Gänsehaut und Schweißausbruch zur selben Zeit. Das habe ich noch nie gehabt, mein Körper. Ja, gut. Dann fangen wir doch mal an. Oh, da geht's direkt groß los. Welchen Namen trug Gollum aus Herr der Ringe, bevor er zu Gollum wurde? Smergol. Ja, super. Punkt für Alper. Junge. Wow, okay. Punkt für Alper. Das ist immer so. Bitte? Das sind so die ersten, wenn du Fußball spielst oder Basketball, das ist so der erste Korb oder der erste Ballkontakt. Ja. Wenn du den nicht versemmelst, dann ist ganz gut. Aber ja, das Schöne ist, ich hauche dir in den Nacken, Alper. Also wenn es hier nur Herr der Ringe Fragen wären, dann wäre ich auch ein bisschen zuversichtlich. Aber okay. Das war ja wahrscheinlich die letzte. Jetzt wird's schwierig. Jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt ist euer wirkliches Profiwissen gefragt. Wer erfand King Kong, der erstmals 1933 auf den Leinwänden flimmerte? Keine Ahnung. Boah. Null Ahnung. Ich kann lustigerweise dir den Komponisten aus dem Film sagen. Wobei, doch, könnte ich sogar, ja, könnte ich. Der heißt nämlich Max Steiner, aber das hilft uns nicht weiter. Nee, tatsächlich nicht. Also ich kann dir sagen, dass der Film in Schwarz-Weiß ist, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Also beide keine Ahnung? Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wenn ich jetzt sage, von wem ist der Hexer oder der Frosch mit der Maske oder der Mönch mit der Peitsche oder keine Ahnung, das Halstuch. Der Hexer kehrt zurück. Sagt euch das was? Ach so, doch, das ist Dings. Das ist doch der. Heutzutage kennt man das vielleicht von den Wichser-Parodien. Das ist ein sehr bekannter Mann. Wie heißt er denn nochmal? Eieiei. Eieiei. Oh, jetzt wird's peinlich. Ich bin raus. Hallo, mein Name ist Edgar Wallace. Edgar Wallace! Das war's. Stimmt. Aber der hat King Kong gemacht, das war mir überhaupt nicht bewusst. Der hat King Kong geschrieben. Verrückt. Ja. Hab ich auch erst vor kurzem erfahren. So, damit ein Punkt offen, ein Punkt an Alper. Steven hat noch 0 Punkte. Nächste Frage. Welcher Schauspieler erhielt sowohl 2010 für Inglourious Basterds als auch 2013 für Django Unchained einen Oscar für die beste Nebenrolle? Christoph Waltz. Das war jetzt Steven zuerst. Steven war schneller. Zack, ein Punkt für Steven. Ist so. Unfair, er war da. Wahrscheinlich. Stimmt, du warst wahrscheinlich da, ne? Ich war da, aber das hat auch nichts. Da gibt es ja ein paar mehr Oscar-Gewinner an diesem Abend, ja, oder Gewinnerin. So, nächste Frage. Wie heißt Jack Sparrows geliebtes Schiff, das er im Film Fluch der Karibik wiederbekommen will? Black Pearl. Punkt für Steven. Sehr gut.
Was hinterlässt Detective John McClane aus dem Actionfilm Die Hard stirbt langsam aus dem Jahre 1988 in eine Limousine? Was? Ein Teddybären. Hast du es nicht verstanden, Alva? Doch, ich hab's verstanden, aber ich hätte es nicht auf die Schnelle gewusst. Ein Teddybär. Nein, Punkt fürs Team. Mist! So. Familienclans sind im Filmgeschäft keine Seltenheit. Wie sind Henry und Jane Fonda verwandt? Vater und Tochter. Richtig. Punkt für Steven. Welcher Gegenstand ist die Zeitreisemaschine in Traumschiff Surprise Periode 1? Oh Gott. Die Zeitreisemaschine in Traumschiff. Ich habe den damals im Kino gesehen und seitdem nicht mehr. Ich auch. Ich auch. Genau so ging es mir. Was benutzen die und denn? Ich bin auch einer derjenigen, der Schuh des Manitou einmal nur im Kino gesehen hat und einmal gelacht hat. Und das ist nichts gegen die Filme von Bully. Also, ich brauche eine Antwort, meine Herren. Ist es das? Ich kriege keine Minuspunkte, wenn ich was Falsches rate, oder? Doch, natürlich. Nein, Minuspunkte gibt es nicht. Okay, ist es das? Aber dann musst du erst den Buzzer hauen. Ist es das Taxi? Nein, das ist Taxi, ist von Til Schweiger. Der Taxifahrer. Vielleicht? Ja, daran erinnere ich mich noch. Nein, ein Sofa ist es. Ein Sofa ist es. Darauf wäre ich nicht mehr gekommen. Ich auch nicht. Okay, kein Punkt für euch. So, welches Tier verkaufte Lloyd in Dumm und Dümmer an ein blindes Kind? Achtung! Achso. Ich wollte. Okay, wenn du sagst, sag. Wellensittich mit Kopf ab. Also, pass auf, die Fragen wären gewesen: A, eine Katze, B, ein Kanarienvogel, C, ein Goldfisch. Achso, also Kanarienvogel. Ja, komm. Also. Komm, lass mal lieber Wellensittich. Ich weiß nicht, liebe Schiedsrichter, ist das okay? Kanarienvogel, Wellensittich? Okay, komm, geh mal Steven den Punkt. Meiner Meinung nach schon. Okay. Danke, Alper. Das ist Sportsmanship par excellence. Danke dir. So, jetzt. Wie heißt Indys junge Handlanger in Indiana Jones und der Tempel des Todes? Short Round? Das lasse ich gelten, weil er wird Shorty. Shorty genannt, ja. Aber Short Round ist tatsächlich der korrekte Name. Ja. Sehr gut. Albert kriegt einen Punkt. Ja. So, oh hier, eine Frage für mich. Wie viele Oscars gewann Titanic 1997? Das war zuerst. Oh, jetzt habe ich mich gerade in die Nässe gesetzt. 11, dachte ich. 11 ist korrekt. Ist leider korrekt. Punkt für 7. So, wer schrieb das Drehbuch und führte Regie in dem 2004 erschienenen Film Der Untergang? Oh Gott. Achso, Nee, oh nein! Nee, entschuldige! Nein! Oh, nein! Ich nehme mein gedacht, zurück. Warte mal. Ah. Pass auf, ich bin zufrieden, wenn ihr einen von beiden nennen könnt. Regisseur und Autor von Der Untergang? Ich glaube, das weiß ich nicht. Ah, Mann. Ach, ich bin so doof. Meine Birne springt nicht an. Also ich muss... Meine auch nicht, ist viel zu früh. Ja, okay, du musst es sagen. 5, ich ärgere mich gleich tierisch. 3, 2, 1. Ein Beweis dafür, wie schlampig dieses Quiz teilweise ist. Hier steht als Antwort Bernd Eichinger. Tatsächlich wurde der Film von Oliver Hirschspiegel inszeniert. Ach siehste. Okay. Ja, keine Punkt für beide, aber ja, hier steht tatsächlich Bernd Eichinger, was falsch ist. Der hat ihn wahrscheinlich produziert, oder? Der hat ihn produziert, ja. Und ich glaube, der hat auch das Drehbuch geschrieben. So, wer spielte Kommissar Columbo? Oh Gott, wie hat... Peter Falk. Richtig. Achso, ich dachte, er kommt irgendwie noch in der 2008er-Version für... Okay, gut. Stark. So, nächste Frage. Wie hieß die Maus aus dem Film The Green Mile? Die Maus? Die Maus? Der lief gerade The Green Mile und da dachte ich so, was für ein geiler Film. Weiß ich nicht mehr. Die Maus. Och, boah, das krass, kann, dass das da wäre. Das ist eine drauf. Derbe Frage. Sag mal. Mr. Jingles. Mr. Jingles. Ja, das ist das Doofe an diesen Quizzen. Selbst so Filme, die du zwei, dreimal gesehen hast, selbst da stehst du total auf dem Schlauch. Ich zumindest. Ja. Aber passiert. Es gibt ja auch nur so ein paar Filme. Genau. Genau. Und ich hoffe, den nächsten habt ihr gesehen, denn er hat eine schöne Frage. Welches Organ entfernte der Cyborg in Terminator, um es zu reparieren? 1984. Der erste. Welches Organ entfernte der Cyborg in Terminator 1984, um es zu reparieren? Welches Organ? Ja, welches Organ?
Ich hätte jetzt gedacht Körperteil, dann hätte ich was geahnt, aber... Körperteil kannst du jetzt auch sagen, sag ich mal. Also wäre jetzt meiner Ansicht nach nicht falsch, da bin ich... Achso, dann sag ich, der Unterarm. Falsch. Das ist Terminator 2 mit dem Unterarm. Ja? Ja. Ja. Aber in 1, welches... Achso, Auge. Ja, Moment, du warst falsch. Achso, schade. Jetzt hast du mir den Punkt geschenkt. Ja, dann das Auge. Aber ich versuche... Alles klar. Punkt an Alper. Ach, scheiße. Aber helft ihr mir gerade auf die Sprünge, weil ich habe den Film auch 1000 Mal gesehen. In welcher Szene ist das? Da ist er in seinem Hotel, nachdem er, glaube ich, die Polizeiwache zusammengeballert hat. Da vor sitzt dem er dann Spiegel? In seinem Hotel. Und vor dem Spiegel. Spiegel. Ja, doch, ich erinnere mich. Die ist, glaube ich, in und den... schneidet sich. Ja, okay. Ja? Ja. Gut. Ey, wenn das nachher der entscheidende Punkt ist. Okay. Nächste Frage. Welches amerikanische Auto fuhr Steve McQueen in dem Film Bullet? Ford Mustang. Weißt du auch noch die genaue Bezeichnung? Fastback. Ja gut, hier steht GT, aber Ford Mustang lasse ich zählen. Punkt für Steven. Sauerstark. So, jetzt. Kein Ohrhasen. Inglourious Bastards. Manta Manta. Und Til Schweiger. Coco B. Til Schweiger. Welchen Schauspieler suchen wir? Oh, Punkt für Alper. Welcher US-Schauspieler schrieb die Drehbücher zu den Rocky-Filmen? Sylvester Stallone. Ja, das war jetzt hart. Das war jetzt wirklich hart. Ach so, von der Schnelligkeit. Ja, ich glaube, das kann ich nicht gelten lassen, oder? Das ist... Nee, jeder kriegt einen Punkt. Aber der... Jeder kriegt einen Punkt, ja logisch. Okay, dann weiß ich das. Das weiß man. Synchron, als hätten Alper und ich... Also es war wirklich sehr, sehr knapp. Als würden wir nebeneinander sitzen und wir würden uns anstupsen gerade. Also Punkt für beide. Ja. Punkt für beide. Welcher peinliche Unfall passiert in American Pie, dem... Ja, du hast zuerst. Jetzt musst du... Also Apfelkuchenmissbrauch. Ja, hättest du die Frage mal zu Ende gehört, das ist falsch. Okay. So. Ich lese die Frage zu Ende. Ja. Welcher peinliche Unfall passiert dem American Pie, dem Shermanator, auf dem Abschlussball? Ach so. Alter. Ich war auch schon seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Ich glaube, das weiß ich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, keine Ahnung. Ich darf ja nicht mehr. Was hast du denn jetzt gesagt? Er kommt. Auch falsch. Achso, okay, jetzt sogar sei froh, dass wir hier nicht minus kommt. Ja, nee, er machte sich in die Hose. Ja, zack. Siehst du, ich wusste nicht, dass er sich in die Hose macht. Ich dachte, er kommt in die Hose. Ja, naja. Ist cool. Ja fast dasselbe, ne? Naja, ja. Im bestimmten Alter ist das dasselbe. So, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Was passiert mit Nick Marshall, als er im Film Was Frauen Wollen mit einem Föhn in die Badewanne fällt? Er verwandelt sich. Also er nimmt die Person er hat die weibliche Intuition, er spürt, was Frauen wollen. Er spürt, was Frauen wollen. Ich muss sagen, das ist nicht die Antwort, die hier steht. Ich mache Okay, dann mach er. Es ist nicht wirklich, dass er sie auch denken hört. Er kann quasi Gedanken lesen. Er kann die Gedanken von Frauen hören. Alper geben. Finde ich auch. So, nächste Frage, ganz schnell. Wie viele Teile von Zurück in die Zukunft gibt es? 3. 7. So. Wie wurde der Held William Wallace in dem Film Braveheart, der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, hingerichtet? Er wird im Prinzip aufgeschnitten. Also er wird, auf eine Folterbank gesteckt und er wird ihm werden die Eingeweide rausgenommen. Ja, ich erinnere mich genau an diese Szene auch. Ja. Ich würde auch sagen, es ist eigentlich richtig, hier steht, er wurde aufgehängt und gevierteilt. Da weiß ich jetzt nicht so genau. Nein, da bin ich, da kannst du ruhig den Punkt auch Steven geben, auf jeden Fall. Ja, danke dir, Alper. Auf jeden Fall. Das ist fair, Alper, das ist wirklich... Also, das ist echt fair, aber ich erinnere... Vier Teilen? Also, vielleicht verstehen wir unterschiedliche Dinge unter vier Teilen. Ja. Was ist die 8. und letzte Regel im Fight Club? Die 8. und letzte Regel? Ganz im Ernst. Also ich sag jetzt einfach
Never talk about Fight Club. Das waren die ersten, die ersten beiden Regeln. Ja. Achso, ich dachte, das sind 8 Regeln, die alle immer die gleichen sind. Ne, dass sie anfangen damit und am Ende wieder sagen, never talk about Fight Club. Das baut sich ja über den Film auch auf, vor allem als die verschiedenen Franchises gründen und so. Ja, aber deine letzte Chance? Die 8. Regel, die letzte? Ja. Keine Ahnung. Wenn es deine erste Nacht im Fight Club ist, musst du kämpfen. Beziehungsweise Brad Pitt sagt so, wer neu im Fight Club ist, muss kämpfen. Ich dachte, das wäre Regel 7a gewesen, deswegen hatte ich das nicht mehr. A38. So, jetzt noch 3 Fragen, Freunde, jetzt wird's spannend. Gott, oh Gott. Mit stehender Faust, der Legionär, geballte Ladung. Jean-Claude Van Damme. Richtig. Ui. Wie heißt der Schulleiter von Hogwarts in den Teilen 1 bis 4? Dumbledore. Weißt du auch den Vornamen? Ich hab's doch. Also Professor Dumbledore nicht, aber wie heißt. Weiß ich nicht. Albus Dumbledore. Aber ich lasse den Punkt zählen. Ja, ja, klar. Punkt für Steven. So, letzte Frage. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel. Alper. Forrest Gump. Richtig. Punkt an Alper. Und damit. Wären wir am Ende? Wollen wir einen kleinen Kassensturz machen? Das war Stress. Ja. Das war Stress pur, ey. Ja. Und damit haben wir ein Endergebnis von 7 richtigen Antworten für Alper und sage und schreibe 13 richtigen Antworten für Steven oder von Steven. Und damit haben wir einen ersten Gewinner. Mensch, Alper, danke, dass du so ein Sportsmann bist und mir da 2-3 Fragen noch zusätzlich geschenkt hast. Allergrößten also Respekt nach Hamburg. Da waren aber auch so ein paar Sachen, Peter Falk, da war ich komplett überfragt. Also nicht überfragt, aber doch, American Pie war ich zum Beispiel komplett überfragt. Ey, es gibt halt so manche, so wirklich so Blankstellen, also so Leerstellen, wo man weiß, den Film hat man echt schon ein paar Mal gesehen, aber fuck, auf die eine Szene kommt man jetzt nicht. Und es ist auch ganz häufig so, dass man, also hat der Schröck auch gesagt, dass man abwarten muss, bis die Frage zu Ende gestellt wird. Ja. Weißt du, das ist ja dieser Trick. Aber ich finde zum Beispiel bei American Pie erinnerst du dich doch definitiv nicht daran, was ihm am Ende auf dem Abschlussball passiert, sondern du denkst ja immer an den Apfelkuchen. Aber egal, es war mir eine Ehre. Ich habe ja witzigerweise auch gebuzzert, genau bei der Frage und wollte genau dasselbe sagen wie du. Also da war dir deine Schnelligkeit der Nachteil in dem Moment. Ja, so aber ist eben der Unterschied zwischen denkwürdig und vergessenswert. Gut. Vielen Dank für die Einladung. Ey, Alper, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, es hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und mal sehen, wie sich dein Gegenkandidat noch schlägt. Was geht denn hier ab? Steven geht hier außer sich. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen können, aber dann in Person, dass wir dann zusammen in derselben Stadt treffen, das richtig machen. Auf jeden Fall. Dann machen wir folgendes, 100 Fragen und 10 Flaschen Wein. Oh ja, da bin ich dabei. Und ich bin auch noch mit dabei. Okay. Das wird schön. Ja, cool. Das war die erste Runde unseres neuen Quizduells hier bei den Filmgorillas. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Was hoffen wir noch? Dass ihr ein Abo da lasst, selbstverständlich. Und Glocke drücken, kommentieren. Wie viele Fragen hättet ihr gewusst? Das würde uns auch mal interessieren. Und dann ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.